Heute zeigen wir dir einen Punkt, der es in sich hat. Dein Werkzeug sind deine Hände. Und dieser Punkt ist ganz, ganz einfach gedrückt. Ein einfacher Punkt mit riesengroßer, enormer Wirkung. Sogar bei Schock, bei Notfall, was wir jetzt sicher alle sehr, sehr gut brauchen können. Wenn jemand in Ohnmacht fällt, ist das der beste Punkt. Natürlich immer vorher die erste Hilfemaßnahmen beachten. Ja, also einfach einen Punkt drücken am Körper. Und zwar geht es um das Gouverneursgefäß. Das fängt hinten am Steißbein an, geht über den Rücken drüber, über die Wirbelsäule, die gesamte Wirbelsäule nach vorne und endet hier in der Mitte, zwischen Oberlippe und Nase in der Mitte. Ja? Und das, und ein bisschen weiter oben ist, genau da ist jetzt der Punkt, ja, den man drücken muss. Das ist dieser energetische Punkt. Ja, genau. Und oben empfängt die Nase das kosmische Qi von Atem durch die Nasenlöcher. Ja? Das heißt Kraft, Power. Kraft, Power, genau. Reserven mobilisieren. Mhm, genau. Also es ist auch so, sich regenerieren. Oder ich muss ehrlich gestehen, ich verwende den Punkt auch, wenn man nach Weinen ist, aber ich möchte nicht weinen. Ja? Dann drücke ich mir da halt einfach so rauf und das ist eine feine Sache, denn man muss in den meisten Fällen wirklich nicht weinen. Das ist so psychische Umkehr, sagen wir mal so. Ja? Jetzt sag einmal, wo ist der Punkt genau? Zeig das einmal her. Genau da unterhalb, unter der Nase, zwischen Nase und Oberlippe, ein bisschen weiter oben. Mhm. Also quasi nicht, genau. Das ist ein kleines Grüppchen, gell? Da ist ein kleines Grüppchen, mhm. da spürst du auch den Knochen. Mhm. Man ja, kann auch genau die Nase damit wackeln. Mhm. Hans, was hast denn du für uns, wenn jetzt jemand hat den Punkt gedrückt, aber braucht eigentlich noch einen Turbo, weil es ihm trotzdem, ja, er drückt den Punkt immer wieder und wieder, aber er sagt sich, okay, ich brauche eigentlich noch mehr, nämlich das Thema dahinter lösen. Nicht nur um die Themen dahinter, es geht einmal um eine Akutsituation. Okay. Wenn ich jetzt gerade irgendwo in einer Starre bin, nicht weiterkomme, in einem tiefen Loch bin, wo es gerade heftig wackelt, wo es gerade sehr, sehr schwierig ist. Wie kann ich mir da weiterhelfen? Ja? Und ihr wisst es ja schon, es ist wichtig, Veränderung. Veränderung heißt, raus aus der Angst, in die Bewegung, in die Dynamik zu kommen. Und da brauche ich Stabilität dazu. Das ist die Erdurkraft. Und wie wende ich das jetzt an? Ich kann das noch einmal mit einer Bewegung koppeln, was ganz sinnvoll ist. Ja? Wenn ich jetzt in einer Starre bin und nicht weiterkomme, wenn ich in einem Loch bin, wenn ich gerade eine ganz heftige Situation habe, wo ich mir denke, jetzt stellst du mir die Haare auf und noch viel, viel mehr. Dann nehme ich mir die Veränderung zur Hand und sprühe sie einmal über den Kopf und ziehe es einmal den Körper runter. Und während ich sprühe, mache ich einen Sidestep. Und wohin? Rechtshänder bitte nach rechts und Linkshänder, ganz einfach dort, wo du die Essenz in der Hand hast, mit der du sprühst, nach links. Warum? Weil dort hast du deine etwas stärkere Seite und du brauchst Kraft und du gehst da in die Kraft. Und wir gehen noch einen Schritt weiter, weil gerade in so Situationen, wenn es hin und her wackelt, bin ich instabil. Und da ist diese Stabilität wichtig, ganz, ganz wichtig. Und das ist die Erdurkraft. Und die Erdurkraft sprühe ich mir eben an diesem Platz, wo ich gelandet bin, ob jetzt nach rechts oder nach links gegangen, einmal über den Kopf, ziehe es vorne runter, ganz bis zu den Füßen, ziehe es hinten runter, ebenso bis über die Schenkel, bis zur Achillessehne. Und dann gehe ich noch einen Schritt weiter. Und wenn ich die Balance habe, dann sprühe ich mir so, wenn ich die Balance nicht habe, dann schaue ich, dass ich mich irgendwo anhalten kann, ja? Oder notfalls hinsetzen, und dann sprühe ich mir so über die Fußsohlen und die Achillessehne. Und das beidseitig bitte, ja? Und ihr braucht die Schuhe dabei nicht ausziehen, das sind quantenphysikalische Essenzen. Die gehen einfach dadurch, ja? Und so, jetzt fühlt man sich etwas stabiler, etwas geerdeter,
man hat wieder ein bisschen einen besseren Stand. Und genau das ist wichtig. Und wenn ich das einmal habe, das ist so dieses erste Fußfassen wieder, ja, dann kann ich weitergehen. Aber wichtig ist, wenn ich gerade eine heftige Situation habe, Veränderung, Sidestep, Erdurkraft. Und ich stehe wieder besser. Ich habe mehr Balance in mir selbst. Ich stehe wieder am Boden. Ich habe wieder den Boden unter den Füßen. Ich habe mehr Stabilität. Ja, genau. Also, es gibt eben einen wunderbaren Punkt. Das ist der Notfalls- und Schockpunkt, der sich hier unter der Nase befindet, zwischen Nase und Oberlippe in dieser Rille da drinnen. Und wenn wirklich ein großer Notfall ist, dann drückst du mit dem Finger da fest hinein. Ich habe leider keinen Nagel, ja, keinen Fingernagel, also nicht so, aber trotzdem geht es auch mit kurzen Nägeln. Das tut nämlich dann ein bisschen weh. Probier es einfach aus, ja, jetzt schon, ja, weil dann kannst du es notfalls bei dir oder notfalls bei jemandem anderen anwenden. Ja, in jeder Schocksituation, in jeder Art von Notfall ist das ein ganz, ganz traumhafter Punkt. Und wenn du auch die Themen dahinter lösen magst und weiter tun magst, wenn du die Sensen Veränderung und Erdurkraft bei dir hast, dann mach das, was der Hans dir gesagt hat. Und jetzt bist du stabil. Beim nächsten Mal zeigen wir da ein bisschen mehr.